Servus, Mosche. Na, habt ihr das mit der Uhrumstellerei wieder gut integriert in den Alltag? Ich bin jetzt jeden Abend eine Stunde früher müde und morgens erste Stunde später fit. Furchtbar, das mit der Uhrumstellerei braucht kein Mensch. In dem Sinn, erst einmal der erste Kaffee. Prost. Jetzt wollt ihr wissen, warum ich so aussehe, gell? Ah ja, es war doch letzte Woche auch Halloween. Ich kann das ganz gut leiden, auch wenn das von Amerika kommt. Und die Kinder haben auch Spaß. Das war mein Kostüm schon mal auf der Halloween-Party. Und natürlich hatte ich noch einen Umhang an und war mehr geschminkt, aber so habe ich ausgesehen und das wollte ich euch mal zeigen. Und habt ihr in den Nachrichten auch gehört? Es gab ja schon wieder sexuelle Übergriffe in Großstädten und Schlägereien. Ei, in Köln und in Hamburg und bei uns glaube ich auch. In den Nachrichten haben sie gesagt, es sei Leute mit arabischer und afrikanischem Hintergrund gewesen. Kerl, wie lange soll dann das noch so gehen? Das geht doch nicht mehr. Wir wollen wieder mehr Sicherheit im eigenen Land. Echt jetzt? Aber uns hört ja keiner. Uns hört, glaube ich, gar keiner zu. Das ist echt furchtbar. Also passt ja alle gut auf euch, dass euch nichts passiert. Und jetzt müssen wir wieder durch die Woche durch. Da ist der Wege hier wieder ein kleiner Witz. Gehen wir zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich habe jeden Morgen um 7 Uhr Stuhlgang. Das ist furchtbar. Sagt der Arzt, wieso dann? Das ist doch gut. Sagt der Mann, ich stehe doch immer erst um 8 Uhr auf. Also, macht's gut, wir hören uns nächsten Montag wieder. Tschö.